Okay. Der war mal gut getroffen. Könnte natürlich auch die Sora-Rüstung anziehen. Ja. Erstmal noch die Bomben da. Die Fischebomben. Wieder. Ja. So, vielleicht ein bisschen zu weit weg. War besser. Ohne Eisblock, du bist aber mutig. Ja, hat funktioniert. Ja. Hast du den zweiten Schatz geholt? Ja, da waren 20 Rubine drin. Nee, ja. Die Holzkiste, manche. Achso, ich dachte, da waren zwei Metallschätze. Ne, eine Holzkiste und ein Metallschatz. Bananen. Ja, Ich Bananen. glaube, rechts am Baum war ein Käfer. Kinder? Ja. Konntest aber nicht ganz so gut sehen, weil du zu schnell warst. Er sieht nicht so aus. Dafür Vogelnüsschen. Sagen wir erstmal den Schrein und dann können wir uns in dem Dorf mal umsehen. Angel steht. Ich bei meinem ersten Mal spielen erst sehr, sehr spät entdeckt. Da irgendwas an der Palme. Wo? Oben. Ja. Davor liegt auch noch was. Jetzt bringe ich dich zur Palme. Ja. Der Hund war nicht Not amused. begeistert. Du Schwein, hast meinen Baum gefällt. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen bei dem Scheißwetter? Zu Fuß? Ja, zu Berg. Wieso auch zu Fuß gehen? Ja.
Einfach nicht gesehen. Tja. Jau, Mario, schreien. Jo, Mayo. Pommes mit Ketchup oder Mayo? Jo, Mayo. Die Dreckkiste. Dafür das gute 40er nehmen wir, ne? Eine Bombe. So geht's auch. Was war da wohl drin sein? Oh, ein Königswert, cool. Nochmal Platz für. Weg mit dem Knüppel. Könnte es theoretisch die Lanze ersetzen. Die hier? Ja. Schwert ist ja genauso stark. Ja. Meinte eigentlich das Wächterschwert, was da lag. Was soll ich jetzt setzen? Die Lanze, die du hattest, die du gerade weggeworfen hast. Ja. Und dann den Bockstock raus und die La und das Werkstattwerk nehmen oder Den was? Bockstock hättest du gar nicht nehmen sollen. Ja. So besser. Ja. Ein paar antike Bra Waffen brauchen wir ja möglichst. Ja. Das ist also der Trink hinter der Kiste. Wow. Krass, ne? Das ist ja heftig. Total. Ernsthaft, ich die Scheißkiste mitnehmen müssen. Die hat noch mehr Tricks drauf. Total. Alle, Also mal ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, was du nicht auch mit dem Eisenblock vom Anfang hingekriegt hättest. nee, das ist richtig. Hat ja auch keiner gesagt. Doch. Das heißt ja die Trickkiste. Der Dungeon da. Können wir uns schon wieder fast zwei neue Sachen holen. Ja. 70 Schreine brauchen wir noch. Krass. Oh, jetzt ist das Wetter auch schöner. Das gefällt mir doch viel besser. So muss das sein. So sieht man auch die Schönheit von Angelstädt viel besser. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Krog, der auch richtig beschissen ist. Den hole ich auch nicht, da habe ich keinen Bock zu. Das tue ich mir nicht an. Gibt hier nichts.
Oh, neuer Hammer. Cool. Ja, mach erstmal alle anderen kaputt. Alle anderen Sachen, die da noch sind. Können wir noch nicht. Fischschild. Dieser Schild, eine Stärke von 3, super. Ja. Dieser Schild ist bei Fischern beliebt. Aufgrund des geringen Gewichts ist er auf Booten nicht im Weg. Und das Fischmotiv soll einen guten Fang begünstigen. Hier sind noch Pilze. Fittlinge. Bist du voll fit? So, die will was von mir. Bist du auf der Durchreise? Das hier ist Angelstede, ein kleines Fischerdorf. Mein Mann ist auch Fischer. Wir haben 2 Söhne. Zusammen mit der ganzen Hausarbeit komme ich den ganzen Tag lang nicht zur Ruhe. Was soll ich nur zum Abendessen kochen? Ich liebe Paella. Ich hab's. Paella. Chibi. Das heißt Leider Paella. fehlen mir noch Zutaten. Ich brauche Ziegenbutter und Maxi-Muscheln. Ich würde hier einkaufen gehen, aber es gibt im Haus noch so viel zu tun. Wärst du vielleicht zu lieb und würdest die fehlenden Zutaten besorgen? Na sicher. Wirklich? Das freut mich. Ich warte hier auf dich. Habe ich das nicht schon? Nein, mir fehlt die Butter. Ja. Ich glaube, in dem Spiel braucht man öfters Butter, ne? Ja. Vielleicht gibt es in dem Laden Butter, sonst muss ich hier woanders besorgen. Kannst auch gleich ein paar mehr besorgen. Oh, was will er? Puh. Bist du ein Abenteurer oder sowas? Ich bin ein einfacher Fischer aus diesem Dorf. Aber in letzter Zeit sind wir gekniffen. Monster haben sich vor unseren Fischgründen breit gemacht. Besonders schlimm ist es an der Arisoküste. Dabei hat man dort die dicksten Fischchen gefangen. Du siehst mir nicht nach einem Schwächling aus. Willst du sonst nicht den Gefallen tun und diese Gesellen vertreiben? Klar. Ein Mann, ein Wort. Wie gesagt, du findest sie an der Arisoküste. Diese Monster haben dort ein Lager errichtet. Viel Glück. Ich glaube, vorher war das Lager auch gar nicht bestückt. Also ich sehe es auf der Karte nicht, weil wir die noch nicht aufgedeckt haben. Aber wenn ich hier keine Butter kriege, dann hole ich mir woanders Butter. Oh cool. Dann labern wir die erstmal an. Und ich glaube, dann gehe ich schnell die Karte aufdecken. Und dann können wir die Arisoküste suchen. Müsste das nicht trotzdem angezeigt werden, wenn du die Quest aktiv verfolgst? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, mal gucken. Tatsächlich. Na gut, dann so. Bleibst du hier? Mein Fisch. Krabbe. Die jetzt. Aber bevor du abhaust, erkundschaftest du trotzdem erstmal noch das ganze Dorf aus, oder? Ja, hatte ich vor. Lag da rechts was? Nö, Auf dem Weg Dingens. meine ich. Eine Echse, so sah das gerade. Ja, da ist eine Echse. Eine blaue. Cool, der Maxi-Echse. Ich nehme mit. Hatten wir noch nicht. Eine seltene Eidechse, die hauptsächlich in tiefen Wäldern anzutreffen ist. Das ist voll der tiefe Wald. Ja. Als Medizinzutat füllt sie hohe Vitalkräfte, Herzen übers Maximum. Auf. Das ist so bewaldet hier, ich komme kaum klar vor lauter Bäumen. Willkommen. Also hier schon mal das zum Pennen. Da sind die beiden gewesen. Da. Hier kann man Glück spielen. Ich speichere da vorher immer, weil ich habe keinen Bock, so viele Rubine zu verlieren. Eine Mal habe ich da sogar 300 rausgezogen. Das war ganz cool. Ey, du da. Schnelle Geld. Daran bist du doch interessiert, oder? Du musst dich nicht so zieren. Das hier ist eine ganz legale Sache. Wir schließen eine kleine Wette ab mit den Schatztruhen dort. Es ist eigentlich ganz einfach. Du wählst einfach eine beliebige Schatzkiste aus und öffnest sie.
Du bekommst alle Rubine, die sich darin befinden. Es gibt aber nur eine Kiste, die einen Preis enthält, also beschwer dich nicht, wenn du die falsche wählst. Natürlich muss ich dafür eine kleine Gebühr von dir verlangen. Es muss eben ein gewisses Risiko vorhanden sein. Beim Glücksspiel geht es schließlich um Spannung. Ich überlasse es dir, wie viel du bieten möchtest, aber je mehr du bietest, umso höher der mögliche Gewinn. Reisen geht ins Geld, also warum füllst du nicht hier deine Reisekasse auf? Also, wie wär's? Bist du ein echter Kerl? Klar. Diese Antwort wollte ich hören. Was darf's denn sein? Wie viel möchtest du setzen? Gehen wir aufs Ganze. Jo. Hast du gespeichert? Ja. Du gehst echt aufs Ganze, was? Diese waghalsige Einstellung erinnert mich an mich selbst, als ich noch jünger war. Wunderbar, dann werde ich alles vorbereiten. Beide Augen fest zumachen, klar? Total. Alles bereit. Es gibt keine Zeitbegrenzung oder so. Nimm dir so viel Zeit, wie du magst, und dann triff deine Entscheidung. Das heißt, du kannst jetzt auch einfach abhauen. Ja, warten. Ich oder mobile los. Ja, super. Am Arsch, mein Freund, am Arsch. Was für eine Enttäuschung, aber vielleicht läuft es ja nächstes Mal besser. Das lasse ich mir nicht bieten. Sollen wir noch mal probieren, oder? Einmal noch. Weiß ich nicht, willst du? Ich probiere das noch mal. Das eine Mal habe ich 300 Rubine rausgezogen. Das war cool. Gibt wahrscheinlich die Möglichkeit zwischen einem Rubin, einen Satz zurück und dreifache Menge, Ja. oder? Oder geht auch eine mit gar keine? Das weiß ich nicht. Nochmal die linke. Nee, diesmal die rechte. Siehste? Okay. So muss das. Hat sich gelohnt. Wie ist das nur möglich? Das Glück muss dir wirklich hold sein, dass dir das so etwas gelingt, als hättest du eine Glücksgöttin auf deiner Seite oder einen Ladebalken. Ein echter Kerl hört jetzt nicht auf. Du machst doch weiter, oder? Nee, lass mal. Na gut, kann man nichts machen. Beim Glücksspiel ist es wichtig zu wissen, wann man aufhören muss. Ich gehe hier so schnell nicht weg. Wenn du also dein Glück herausfordern willst, komm einfach nochmal vorbei. Total. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die schnellste Methode, Rubine zu machen. Ja, wenn man dann immer die 300 trifft, ne? Ja, wie gesagt, man kann ja speichern und laden. Ja. Da waren Krüge. Das nächste ist. Aber ich denke mal, das Dorf ist nicht so reich wie die Goronen. Ne. Aber trotzdem, vielleicht glaubt man ja dem einen oder anderen die harten Ersparnisse. Das wäre doch schön. Oh, das ist ja praktisch. Was ist Der praktisch? Eisenhammer zerbricht bald. Ja, da war wieder ein Krug auf der Veranda. Magst du Fische? Klar. Die sehen zum Anbeißen aus, oder? Ich habe sie eben ganz in der Nähe hier aus dem Meer gezogen. Nimm mir ruhig so viele du willst. Ich habe mehr gebraten, als ich essen kann. Perfekter Dialekt. Wer ist Digger und was leckt er? Kangaras. Ja, schon wieder. Die See und die Leute, die mit ihr im Einklang leben. Mit Worten ist diese Erhabenheit gar nicht zu beschreiben. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen. Das sagt er immer wieder. Ja, bitte. Weiß ich doch, wo das ist. Das ist ein Schloss Hyrule. Ja, das weiß ich. Blablabla. Palaver, palaver. Schade. Aber da ist noch mehr. Ah, zum Glück keine Maxi. Ja. So, was hat die hier so? Da kannst du die Crabs. Krabben fotografieren und so. Bringt mir nichts. Ah! Die Fische.
Ich sag ja und so. Hm. Und wieso bringt dir das nichts? Ja, das wusste ich gerade auch nicht so genau, weil ich die schon habe. Deswegen. Ja, dann holen wir uns mal Budde. Warte mal. Was denn? Da ist ein Krug und den Hammer wolltest du auch noch holen. Ja, den wollte ich am Rückweg holen. Wen? Den Hammer. Wie auf dem Rückweg. Ja, wenn ich mich zurückporte, ich muss doch eh wieder dahin. Okay. Aber der gute Deswegen. Krug. Ja, der gute Krug, wo nichts drin war. Das weißt du ja vorher nicht. Da war nie was drin bis jetzt. Das weißt du ja vorher nicht. Ich hoffe, der hat auch Butter. Bruder für die Mutter. Jetzt müssen wir die Tageszeit, obwohl jeder ist immer da, das ist gut. Bruder für die Hindus. Wie was? Für die Hindus. Wieso die Hindus? Weil die auf Buddha stehen. Witzig. Nee, ist so, wirklich. Der hat keine Butter. Warum hat er keine Butter? Der hat Bombenpfeile. Hast du die schon fotografiert? Dann müssen wir zu ihm fort. Worauf? Zu dem Wurf. Wo wir Fifth Cappen. Genau. Nach Bremen. Bremen? Die Bremer werden Fischköpfe genannt. Glaube ich. Aha. Noch mehr Krabben. Auch so ein Krabben. Du hast keinen Waffenplatz mehr, ne? Ich glaube nicht, ne. Hey, kommst du her? Ja. Ja, aber war das nicht der für den Hammer? Stimmt. Hm. Kein Waffenplatz. Die Butter. Auch keine Butter. Hast du die Fische schon? Müsste ich. Ja. Dann bleibt noch Kakariko. Ja, und also ansonsten noch die Stelle mit Terry. Vielleicht hat der auch Butter. Ich glaube, Kakariko hatte Butter. Ich brauchte doch auch für das Kochen mit dem Görbutter. Ja, konntest du die nicht direkt in Ornestadt kaufen? Da war ich doch noch nicht. Ja, aber ich Aber da meine. kann man sie auch kaufen, ja. Ach so, das gehört. Ach so. Nee, nicht die anderen gehören. Ja, das gehört. Ja. Ich wusste erst nicht, welches gehört du meinst. Das kannte ich nämlich vorher nicht. Da gibt es auf jeden Fall Karotten. Und Budde! Nicht gleich alle. Diese was? Ja. Ich hätte Abgemacht! dir wenigstens einen Mengenrabatt Ja, geben ne? können. Müsste Kannst du gehören. da noch irgendwas fotografieren? Nö, die Eier nicht. Die Herzen nicht. Die Karotten vielleicht. Oh, die habe ich tatsächlich noch nicht. Cool. Da siehst du. Wie sieht unser Album eigentlich aus? Was ist dazu ein. Hat einen braunen Umschlag. Zu den einen Krog können wir auch noch hier den Rumi zeigen. Ja, aber das lohnt sich eigentlich erst dann, wenn wir auch einen Eisstab haben. Dann können wir gleich beides abgeben. Ja. Von den Tieren fehlt uns noch einiges. Ich habe noch gar kein Pferd fotografiert, fällt mir gerade auf. Da fehlt auch noch einiges, ey. Von den Käfern und von den Ja. Fischen wollte ich sagen. Die ganzen Wächter fehlen noch. Ja, einen hattest du, Oh den je, fliegenden. das ist ein cooles Bild. Aber das habe ich, glaube ich, bekommen. Nee, das habe ich gemacht. Oder hast du das gehört? Das habe ich gemacht. Magma Rock, Lava Rock. Magma Rock. Ach, Magrock heißt der übrigens. Was? Der hieß Magrock und nicht Magma Rock. Was zeig ich mal? Magrock. Tatsächlich. Und das ist Magma Rock. Ach so, ja, also heißen die doch Magma Rock. Ja, Die Kleine heißen Mag Rock. da haben wir schon recht viel. Ja. Waffen fehlt uns auch noch einiges.
251 ist ein gutes Foto. Ja, Sieht man nur Gras. ne? Das ist doch noch ein bisschen, was fehlt. Schade. Auf jeden Fall viele Insekten fehlen. Ja. Ich glaube, ich porte mich. Da ist noch ein Schrein, den haben wir noch gar nicht. Ja, ich weiß. Wieso hast du mir das noch nicht gesagt? Den willst du irgendwann später machen. Ich weiß nicht, wann irgendwann später ist. Krass. Ja, was? Nee, okay. Ich überlege gerade noch schnell den Turm zu holen. Ja, komm, was soll der Geiz? Siehst du, wir driften schon wieder komplett ab. Ja. Wahrscheinlich regnet das da jetzt auch. Und haben immer noch keinen Hammer. Ich weiß. Nicht so, als wären wir gerade in Hatino gewesen. Natürlich regnet es hier auch. Der war da ganz oben. Verdammt. Da sind sogar noch zwei. Hier ist noch einer. Weiter oben. Ja, ich dachte gerade auch, das wäre der Schrein oben, wo du dich Das dachte ich hinportest. auch, ja. Mache ich das doch vielleicht ein andern Mal, wenn ich Revalis Sturm habe. Das ist mir jetzt ein bisschen zu langwierig. Vor allem bei dem Wetter. Aber. Erz. Hier sind Steine. Echt? Na sowas. Hallo? Frau. Ach nee, das ist ein Jäger. Cool. Oh, hallo du da. Wow, du bist wirklich süß. Ich habe eine Überraschung für dich. Dann mach doch mal die Augen zu. Nee, lass mal. Ich verletze mich sehr, aber schon gut. Recke der Hyäne. Jetzt wirst du sterben. Ich kann mal langsam einen Bogen mit sich führen. Und eine Waffe ausrüsten. Ja, das hatte ich jetzt vor. Schnell! Die nehmen wir mit. Der Kopfsammler ist inzwischen auch out of date, oder? Ja. 16. Ich dachte, es wäre so jemand hier. Kannst du seinen Kopf damit sammeln? Nö. Oh, was für ein Wetter. Was machst du für ein Gesicht? Wenn du Hunger hast, bist du bei mir genau richtig. Schließlich bin ich Fleischfachverkäufer. Und mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was auch du nimmst, du liegst immer richtig. Auf Wiedersehen und viel Glück auf deinem Weg. Ich hab Fleisch, danke. Was haben wir denn hier für ein. Uah! Gemein. Einfach nur gemein. Alter! Das war voll gemein! So ein Pisser. Hier, stirb. Du auch. Und du erst recht. Ernsthaft, Ja, ey. jetzt hast du die Köpfe gesammelt. Ja, richtig so. Das war echt gut. Kick dann eine Bombe zu dir, ey. Das war gemein. Ich wollte den Turm markieren und gucken, wo der ist. Das war daneben. Ja. Ich sag ja, das war daneben. Du Der ist ja doch ein bisschen weit weg. hast ihn noch nicht getroffen. Ist trotzdem weit Den hast du weg. ihn getroffen. Ja, ist trotzdem weit weg. Ja. Ich hab.